So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier und willkommen zurück zu Let's Play Alice Madness Returns. Im letzten Part haben wir festgestellt, oder beziehungsweise bin ich der Vermutung nahe, dass wir uns mit der falschen Waffe, dass wir uns mit der Raupe bald zusammentreffen würden, weil sie uns Nachrichten gibt, wenn wir ihre Pfeifchen blasen. Die Plattform fliegt von uns weg. Das finde ich jetzt nicht so toll. Was haben wir denn hier oben Schönes? Ein kleiner Geheimgang. Der führt uns, ich hoffe mal, zu einem Radularraum. Weil ich habe es nämlich noch gar nicht vorgelesen. 11 Schnauzen gibt es in dem Level. 19 Erinnerungen, 4 Radularräume und 18 Flaschen. Und davon haben wir schon 3. So, also Muscheln finden wir schon mal. Da geht's noch weiter. Uch, was war denn das für eine Bewegung? Okay. Ich dachte, es fliegt jetzt noch irgendwie weg oder so. Ja, da hinten haben wir den ersten der 4 Schlingel. Und betreten wir ihn gleich mal. Achtung, Schüsse aus der Pfeffermühle können von irgendwas. Oh, ein Rätsel kommt wieder. Ich kenne doch deine ausgeprägte Rätselleidenschaft. Was ist schnell geweckt und stirbt zuletzt? Baby. Das heißt ja immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Was ist schnell geweckt und stirbt zuletzt? Mein Baby sind schnell. Eigentlich ist alles schnell geweckt. Ich bin mal. Spielst du jetzt die Unterbelichtete? Ne, ich glaube, Interesse war es. Egal. Erst gelb, dann weiß, dann fliege ich fort. So. Pusteblume ist erst gelb, dann weiß, dann, wenn man pustet. Zahn wäre es andersrum. Ei, ich tippe mal auf. Pustblume, ja. Perfekt. Finde ich auch, liebe Grinse Katze. Dann holen wir uns die erste Rosenfarbe. Und wir dürfen diesen friedlichen Ort verlassen und uns wieder dem Verfall widmen. Gib treibenden Verfall schnell den Rest, wenn er abgestürzt ist. Das hatten wir sowieso vor. Denn der ist echt scheiße. Also mir gefällt der Ort eigentlich bisher. Also ja, ein bisschen Zerstörung, ein bisschen Schmutz, ein bisschen kolossaler Verfall, aber ansonsten doch recht schön anzusehen. So. Dann können wir wieder ganz normal weitergehen mit einem kleinen Leck dazwischen. Und einem Fastabsturz. Muss ja auch sein. Dann kommt als nächstes wieder eine Wasserpfeife. Eine Hookah in Englisch. Oder Shisha. Wenn man es. Woher kommt das Original? Arabisch? Ist Shisha Arabisch? Also Hookah ist Englisch. Wasserpfeife ist Deutsch. Und Shisha ist, glaube ich, Arabisch, wenn ich mich nicht täusche. Wahrscheinlich täusche ich mich. So, kommen hier Gegner raus. Nö. Ah, doch. Dich mag ich nicht. Du darfst fast sterben. Oha, die Flasche ist gemein versteckt. Dich mag ich. Autsch, auch. Au, auch nicht. Komm, zeig mir dein Gesicht, deine, your pretty little face. Nun nutze die Tierkanone, um die Wand aus der Ferne zu zerstören, aber erst die Flasche, das ist wichtiger. Und Leben sind voll. So, da geht's dann aber wahrscheinlich weiter, weil da oben sehe ich noch was glänzen. Das heißt, ich gehe erst da lang.
ganz natürlich. Und Kisten zu zerstören ist auch ganz natürlich. Denn jetzt kann ich endlich auf die Pfeffermühle sparen. Oder nochmal auf die Teekanone. Wie viel kostet da das nächste Upgrade? 600. Ach verdammt, das ist alles so verlockend. Entscheide ich spontan. So. Dann nutzen wir jetzt mal die Teekanone und sprengen das weg. Nutzen die Teekanone und sprengen das weg. Und dann fliegt uns der Fels weg. Danke, Fels! Danke. Du bist toll. Aber nimmst du mich nächstes Mal bitte mit. Danke. So, schauen wir mal. Gegner. Ah, jetzt kommen wieder die Geschirrer und die Augenpots. Falsche Waffe. Das habe ich verdient. Die Waffe wollte ich. Ah, nee, Geschirrer mit Schild. Das mag ich nicht. Au. Ich muss mich auf einen Gegner konzentrieren, aber die stehen alle gerade so ungeschickt. Au. So, du Arsch. Du Arsch und du Arsch. So, gib mir die Rosenblüten, die habe ich gerne. Und dann kommt schon Verfall. Ha. Wie gerufen. Ja, komm hier runter. Boah, der kann durch die Luft schießen. So ein Hund. Autsch. Ich wollte eigentlich den Feuerball auf die... Und treibender Verfall auch noch. Na, klasse. So, der treibende Verfall kann was ganz Tolles. Nämlich kann der... Autsch. Toll, ich krieg mal wieder nichts gebacken. Und zwar kann der... hier diese Dornen auf dem Boden schleudern, die dann auf ein kleines Weilchen bestehen bleiben. Also nicht so nett. Vor allem, wenn wir gerade hier auf den Dicken noch fokussiert sind. Weil der gibt... Ach, zweimal treibender Verfall. Oh, toll. Autsch. Autsch. Komm schon, Luft nochmal. Ich glaube, ich muss erst den treibenden Verfall ausschalten, wenn ich den anvisieren kann. So, auf. Zeig mir dein Gesicht. So, treibender Verfall Nummer 1. Du stirbst jetzt. Dann haben wir noch irgendwo einen anderen treibenden Verfall. Wo steckt denn der? Ah, toll. Jetzt kommt er mit. Er will werfen. Gut, dann kriegst du es erstmal zurück. Und... Ah, dann töten wir halt dich zuerst. Wenn du es so unbedingt willst. Autsch. Oh, scheiße. Au. Was macht uns gerade hier so viel Schaden? Au. Das wird ein happiger Kampf. So, jetzt, du hässlicher treibender... Oh, so ein Wichser. Du hässlicher treibender Verfall. Komm. Zeig uns deine... Schokolade ist es nicht. Zeig uns deine widerliche Seite. Manni, so mit deinen Armen. Zeig mir... Kann ich mit der Teekanone irgendwie ver... Ach, jetzt kommt schon, Arsch. Boah. Ich brauche ein Schrumpfeilchen. Sonst werde ich hier noch kirre. Der Kampf war ja scheiße. Naja. Geh mal nach oben. Was weint sie jetzt, die Statue? Jetzt weint sie irgendwas Rotes. Na. Hier haben wir wieder so eine Station der Spiegelbahn. Die haben wir doch in Kapitel 1 schon gesehen. Okay, da war sie noch ein bisschen heiler, als sie jetzt ist. Oh, und da sehen wir auch die alte Spiegelbahn. Ah, können wir auch noch ein bisschen Gegend angucken. Ist das der Platz von Kapitel 1? Kann es sein? So grob. Weil dann müssten wir, wenn jetzt eh wieder Geschirre auftauchen... Dann war es doch hier. So, kommen hier Gegner? Ja, Schnecken.
Ah, die können uns Leben geben oder Leben nehmen, wenn ich mich blöd anstelle. So, das ist blöd, dass die Viecher in der Lava stehen können. Das habe ich gesehen. Oh, scheiße, irgendwas tut mir weh. Aber ich war doch gerade gar nicht in der Lava. Da hinten sind noch weitere solcher Blutsauger. Aber die geben mir keine Rose. Toll. Schauen wir mal, da haben wir ein Gebäude, was 90 Grad gedreht ist. Ohne Erinnerung. Und ich höre schon treibenden Verfall. Hallo, mein Freund. Du willst sterben, das habe ich gehört. Genau, darf ich einmal fallen. Und einmal oder so. Hallo? Okay. Komm mal, Luft angreifen. So, wie kommen wir da hoch? Müssen wir erstmal weiter und dann von drüben da hoch? Ich denke schon. Aber das sieht echt aus wie in Kapitel 1. Also so grob die Struktur. Die Fäuste erinnern mich an das Ende von Kapitel 1 mit dem Märzhasen und dem Zeug. Oh, haben wir dein Tellerchen verbrannt? Ich glaube, ich mag die Teekanone doch so langsam. Treibender Verfall. Kann man dich auch nicht. Oh, ich kann man so einfach. Auf. Okay, never mind. Ich würde sagen, so einfach töten, aber da muss das Gesicht trotzdem erst sichtbar sein. Na gut, dann fällt zu tief. Haben wir da unten einen Schrumpfpfeil? Ach, du lebst noch. Das mag ich nicht. Au. Dann kriegst du halt nochmal eine rein. Jetzt bist du aber tot. Wie kommen wir hoch? Schrumpfpfeilchen? Ach, da hinten. Okay. Dann können wir uns auch heilen, falls kein Ach, da oben ist Treibender. Kann er uns angreifen? Schafft er es? Ah, ich riskiere es mal nicht. Au. Das habe ich gesehen. So, darf auch einmal nach unten plumpsen. Und hier müssen wir kurz warten. Okay. Alice wird. Alice konnte gerade nicht groß werden. Ist ja komisch. Mal, da hinten haben wir einen Schalter. Die Erinnerung dürfen wir aber nicht vergessen. Sind wir schon dran vorbei? Nee, kann nicht sein. Da ist doch noch eine Plattform. Genau, Erinnerung nach da hinten. Und Rosenblätter. So, genau. Erinnerung. Einmal Schalter. Was ist das denn für Luftsturm? Achso. Das waren noch nicht geladene Ventile. So, dann nehmen wir dich mal mit. Ich habe eine Zigarette geraucht, Alice. Das war kein Spaß. Wird mein Tonpfeife probieren. Ja, wir haben ja jetzt auch angefangen zu rauchen, Schwesterchen. Alles in Ordnung. Wir verzeihen dir. Oh, da hinten ist noch ein Korb. Das heißt, irgendwo haben wir noch... Moment, an die Stelle erinnere ich mich. Ich will hier erstmal kurz noch nicht runter. Ich will. Ach scheiße, ich kann nicht mehr zurück, oder? 1, 2, 3. Doch, kann ich. Okay. Dann will ich nämlich nochmal ganz kurz hier zurück. Bevor es zu spät ist. Weil hier war nämlich irgendwo eine Schnauze, aber die war unsichtbar. War das hier? War hier eine unsichtbare Schnauze? Nee. Okay, dann war die doch drüben.
Ah, ich war ganz blöd. Nee. Oh Gott. Also bis Kapitel 4 habe ich damals gespielt, maximal. Und dann kam ich wegen des Bugs nicht mehr weiter, weil es mir dann zu blöd war, die Gegner ohne Regenschirm zu bekämpfen. Grinse Katze? Der Anblick, die Ausdünstung und der arge Klang. Was hast du gedacht? Liebe Grinse Katze, ich denke nicht. So. Ach, da hinten. Da war's. Ich dachte schon, irgendwo am Fels war's. Dann. So. Schnauze gepfeffert. Boah, die Gesteinsbrocken machen mir schon ein bisschen Angst. Hier war doch noch. Achso, Plattform. Plattformrätsel, ja. Ich kann nicht mehr weiterlaufen. Ja. Alice? Okay. Gut bearbeitet, Spieleentwickler. Und 1, 2, 3, check. Okay, Alice kann irgendwie nicht mehr gescheit laufen. Oh, wir haben hier wieder einen kolossalen Verfall und noch kleinere Verfälle. Das gefällt mir nicht. Tap, 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 tap. Oh, ich wollte nicht. Ich glaube, ich schalte erstmal mit Hilfe von Fernkampfwaffen die kleinen Viecher aus. Oh, au. Oh, nein. Oh, sind zweimal diese hässlichen Teile. Okay. Tab, irgendwie. Komm ich hier hin? Okay, der eine ist weg, der eine ist weg. Jetzt muss ich ausweichen und den anderen noch. Da haben wir ihn. Okay. Komm, öffne, öffne. Ja, 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 zeig dein Gesicht, genau. Oh, das spawnt noch mehr. Au! Was war das für ein Schaden? So, einmal. Und zweimal. Und dann fehlt noch der große. Oh, nein, wir werden gegessen. Ih! Das gefällt mir nicht. So. Zeig mir deine Gesichter. Ja, super. Schaden hat's gemacht. Irgendwie war der andere kolossale Verfall einfacher, kann es sein? Was macht er jetzt? Geht im Frontalangriff. Oh, das war. Das hat gesessen. Haben wir ihn? Haben wir ihn? Haben wir ihn? Beugt er sich vor? Irgendwie nicht. T-Kanone, T-Kanone. So, einmal ins Gesicht und dann noch ein bisschen. Treffen. Ja. Ja. Oh, das sind viele Attacken. Oh, oh. Und wir sollten abbauen. Tschüss. Viel hält er nicht mehr aus. Ich glaube, das war's. Ja. Puh. Also überhaupt kein Fan von großem Verfall. Gut. Wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Hier ist nämlich eine gute Stelle, um aufzuhören. Wie wir diese Hooker rauchen, seht ihr auch im nächsten Part. Also bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Hans-Peter. Ciao.